Ringansager Gerd Müller aus Hamburg. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, ich rufe auf die EO Championship im Superfedergewicht angesetzt auf 12 Runden. Zu uns in die rote Ecke kommt der Herausforderer aus dem Spotlight Boxing Team aus Stuttgart, Vitali Taiber. Vitali Taiber, die Musik Rammstein. 1,67 Meter ist er nur groß, aber Energie hat er für 1,90. 25 Jahre alt, 58,9 Kilogramm. Brachte er auf die Waage 14 Kämpfe, 14 Siege. Sechsmal gewann er vorzeitig. Stammt aus Stuttgart. Vitali Taiber. Noch auf eine ganz große Amateurkarriere zurückblicken und will jetzt bei den Profis den ersten großen Titel gewinnen. Der Herausforderer aus Stuttgart, Vitali Taiber. Kommen wir zur blauen Ecke, meine Damen und Herren. Der Titelverteidiger aus Spanien, Jesus Garcia Escalona. Escalona auf dem Weg zum Ring. Ina Heimlich hatte schon gesagt, sie beiden ähneln sich von der Statur her. 1,67 ist er groß, 31 Jahre alt, 58,8 Kilogramm, 15 Kämpfe, 15 Siege, 6 durch K.O. Beides also nicht unbedingt die großen K.O.-Schläger. Dafür aber haben sie andere Qualitäten, sind schnell und können begeisternde Leistung zeigen. Wird nicht einfach für Jesus Garcia Escalona seinen Titel hier zu verteidigen. Aus Spanien der Titelverteidiger Jesus Garcia Escalona. Ich möchte Ihnen beide Ecken vorstellen. Die rote Ecke, 25 Jahre alt, 1,67 Meter groß, 58,9 Kilogramm schwer. Und Profi seit Dezember 2005. Sein Rekord als Profi, 14 Kämpfe, 14 Siege, davon 6 durch K.O. In seiner Ecke, Balu Sauer, Volker Grill und sein Trainer Magomed Chaburov. Aus dem Spotlight Boxing Team aus Stuttgart, Vitali Taiber. Die blaue Ecke. 31 Jahre alt, 1,67 Meter groß, 58,8 Kilogramm schwer und Profi seit März 2004. Sein Rekord als Profi, 15 Kämpfe, 15 Siege, davon 6 durch K.O. In seiner Ecke Luis Munoz und sein Trainer Ricardo Sanchez Arcosa. Aus Spanien Jesus Garcia Escalona. Ich möchte Ihnen die Offiziellen vorstellen. Ringrichter Mickey Vaughan, Großbritannien. Aufsicht IBU, Supervisor Igor Matsurov, Russland. Punktrichter Michael Hook, Schweden. Leszek Jankowiak, Polen. Und Noel Monet, Frankreich. Technischer Direktor Kai Wojciech. Zeitnehmer Walfried Rollert und Dirk Scheele. Ringärzte Dr. Christian Götz und Dr. Marius Miklair. So, der Ring ist langsam aber sicher frei. Mickey Van, der Ringrichter, bittet beide Kontrahente zur Ringmitte. Sind wir alles schon gewohnt aus vielen Kämpfen zuvor. Stare Down heißt das Ganze. War mal eine Riesensache früher mit Muhammad Ali.
wurden psychologische Kriege ausgetragen. Ist heute nicht mehr ganz so schlimm hier. Vitali Taibert mit seinem Trainer Magomed Shaburov. Letzten Anweisungen. Ja, boxt heute zum ersten Mal über 12 Runden. Wird auch eine taktische Sache werden für ihn. Wie teile ich mir meine Kräfte ein? Und das ist der Gegner, der Titelverteidiger, der EU-Meister Jesus Garcia Escalona.